Ende November 2016 122, Freunde, ich darf euch hier mal den Chris vorstellen. Ja. Oh, fuck, im Mund. Ich taufe ihn im Mund zu Chris, aber er heißt Ronny. Ronny, Ronny hat Ende November 2016 angefangen, Ernährung zu stellen, Sport zu betreiben und zwischenzeitlich ist er runter von 122,5 bei stolzen 91, noch mal was. Ja. Das heißt also über 30 Kilo Gewichtsverlust. Ich werde es dem Ronny mal Gewichtswesten anlegen, damit er weiß, wie es sich angefühlt hat, mit über 120 Kilo sich zu bewegen. So, Ronny, jetzt bist du mit dem Ronny, ja. November 2016. Lauf mal hin, ja. Krasser Unterschied. Cool, das drückt sein richtig rum. Ja. Ja. Mach mal den Kniebeugen. Mit dem Gewicht hast du angefangen? Ja. Krass. Also ich will nochmal vor, Treppen hoch, Treppen runter, den ganzen Tag im Stuhl aufstehen. Schon krass. Richtig krass, ja. Erstmal, das sind 30 Kilo, das ist ein Wahnsinnsgewicht, was jeder Übergewichtige mit sich rumschleppt und eigentlich so gar nicht mehr spürt. Ja. Und wenn man mal leichter ist, dann merkt man einen Unterschied, wie einfach es sein kann, wenn man 30 Kilo weniger hat. Hast du auch schon mal einen Ausrutscher gehabt? Hm. Noch gar keinen Ausrutscher. Null? Nee. Nuller. Die Kamera läuft noch. Null Ausrutscher. Null Ausrutscher und das in so vielen Tagen. Weil nach oben ist es noch nicht. Ne? Ja, super cool. Also immer noch die Tendenz, kontinuierlich Gewicht nach unten. 90 aber vielleicht auch ein bisschen weiter nach runter. Anfang war 90, jetzt wird er schon ein bisschen weiter runter. Wie groß bist du? 1,80. 1,80. Also wenn er bei 85 Kilo mal landet, dann ist es gut. Und vor allem bei ihm macht die Bauchhaut überhaupt keine Probleme. Null Probleme mit der Bauchhaut.